Hallo und herzlich willkommen, liebe Moto-Fans und Sammlerkollegen, zu diesem neuen Motulator. Ja, wie ihr seht, ist hier alles so ein bisschen provisorisch aufgebaut. Das hat nämlich den Grund, dass ich mich doch dazu entschlossen habe, den Aufbau von dem Mega Constructs Castle Grayskull auf mehrere Videos zu verteilen. Allerdings natürlich auch so, dass es Sinn macht. Jetzt ist allerdings da hinten schon alles aufgebaut und ich habe mittlerweile die Figuren aufgebaut oder beziehungsweise zusammengebaut. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel hier auch nicht das optimale Licht. Wie ihr seht, habe ich das Mikro in der Hand. Ja, wir werden also mehrere Videos zu dem Mega Constructs Castle Grayskull haben und fangen jetzt einfach mal mit den 6 Figuren an, die mit dabei waren. He-Man, Skeletor, Man-at-Arms, Beastman, die Green Goddess und die Sorceress. Ja, und die baue ich jetzt mal zusammen und wir sehen uns dann gleich. So, dann wollen wir die Verpackung mal öffnen. Wenn wir das gemacht haben, sehen wir als erstes die Beschreibung. Und es kommen 4 Kartons, die innerhalb der Verpackung sich befinden, zum Vorschein. Diese sind entsprechend nummeriert, damit es beim Aufbau leichter geht. Wir werden gleich sehen, dass auch die Tütchen innerhalb jeder Verpackung nummeriert sind. Das macht es einem dann leichter. Hier rechts oben im Bild sehen wir zum Beispiel, beziehungsweise hier rechts unten im Bild, auf der Beschreibung, dass die Tütchen nummeriert sind und es wird einem gesagt, was man denn jetzt gerade für Tüten benutzen soll. So, hier musste ich erstmal ein bisschen sortieren, und das ist ja nur der erste Karton von 4. Erst einmal selber ein bisschen orientieren. Und hier waren die Figuren drin, die auch alle separat eingepackt sind. Und tatsächlich muss man diese zusammenbauen. Bei den Figuren, die man so einzeln auf Karte kaufen kann, muss man das natürlich nicht. Oder beim Fünferpack. Auch im Wind Raider Set muss man das nicht. Aber hier schon. Hier haben wir jetzt die Sorceress. Die einzig wirklich neue Figur aus diesem Set. Und die war auch relativ leicht zusammenzubauen, hat auch bewegliche Flügel, das will ich nachher nochmal demonstrieren. Und das ist wirklich eine sehr angenehme Geschwindigkeit hier gerade, sehe ich. Übrigens 8-fache Geschwindigkeit. Man kann es auch ganz gut erkennen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gedacht. Aber das ist in Ordnung, bin ich zufrieden mit. Hier haben wir natürlich die Green Goddess. Neben der Sorceress die einzig wirklich neue Figur. Aber es ist natürlich auch ein Repaint von Teela. Von daher ist das Ganze natürlich eher eine Grauzone. Aber es gilt ja als einzelner, als eigener Charakter. So, dann haben wir He-Man. Auch hier einzeln zusammenbauen. Was auch immer ich jetzt gerade hier gemacht habe. Aber es geht ja sofort weiter. Ja, man hat immer einen Pin, der muss dann durch die Hose gesteckt werden und wird dann in den Unterkörper reingesteckt. Dort werden dann die Beine dran geklipst. Letzten Endes kommen die Arme. Natürlich mit der Rüstung ist das halt immer eine unterschiedliche Sache. Bei He-Man war das jetzt zum Beispiel so, dass ich, um die Rüstung rüber zu bekommen, die Arme extra abgemacht habe, die aber schon montiert sind bei jeder Figur. Hier haben wir jetzt Skeletor. Auch hier seht ihr gerade der Lendenschurz, den ich dran gebracht habe. Das Gelenk. Die Arme abgemacht und dann geht das mit der Rüstung super leicht. Ich würde euch raten, kommt nicht auf die Idee und versucht das über die Arme zu stülpen. Könnte eventuell, muss nicht, könnte aber vielleicht reißen. Ist mir beim letzten Mal nicht passiert, aber ja, ist es besser und einfacher. Man macht einfach kurz die Arme ab und steckt sie dann wieder dran. Dann Red Beastman. Auch dieser war sehr, sehr leicht zusammenzustecken. Und ich fand es sehr cool, dass seine Rüstung
nicht wie bei der Vintage-Figur hinten so innen hohl ist, sondern dass sie tatsächlich wie bei der Classics-Figur schön über den Oberkörper geht. Hier jetzt Man-at-Arms. Die Herkunft dieses Repaints ist mir nicht so ganz klar. Ich dachte erst, es wäre Filmation, aber Filmation hat ja einen Schnäuzer. Dieser hier hat keinen. Und er hat diese... ja, diesen gelben Unterarm, sag ich mal. Hier ein Tipp, den mir ein Kollege gegeben hat. Nehmt euch Schüsseln oder kleine Teller, damit euch die Sachen nicht verloren gehen. So, jetzt geht's hier nämlich gerade ans Zubehör. Und das ist in verschiedenen Tüten verteilt. Es ist vorhanden, aber es ist verteilt. Ihr müsst euch das echt zusammensuchen. Sieht schon irgendwie ein bisschen lustig aus, muss ich schon sagen. So, in dieser Tüte war leider gar nichts. Wo ich das hier gerade so sehe, glaube ich, dass die achtfache Geschwindigkeit schon ganz passabel ist. Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Kann man dem ganz gut folgen? Ist das vielleicht zu langweilig oder ist das in Ordnung? Ja, ich hatte mich ja entschieden, dass ich erst einmal nur die Figuren zeige, weil dann hat man das nämlich schon vorweg und das ist auch etwas, was man sehr, sehr gut als einzelnes Segment, einzelnen Modulator bringen kann. So, da musste ich kurz mich selbst nochmal eben orientieren. Hier geht es jetzt, glaube ich, um Skeletors Stab. Nein, es ist He-Mans Schild. Hier sind die Bases mit dabei, die wir ja auch schon vom Wind Raider her kennen. Es sind nicht die schwarzen, die bei den einzelnen Figürchen auf Single-Karte mit dabei sind oder im Fünfer-Set. Die werden später in Castle Grayskull wahrscheinlich noch sehr hilfreich werden. Ja, bei Man-at-Arms ist das Ganze recht einfach. Nur die Keule und das war's. So, das war also erstmal der Zusammenbau von den kleinen Figuren, die ich euch jetzt auch im Einzelnen gleich nochmal präsentieren werde. Wie gesagt, es tut mir leid, ich habe wirklich beim Zusammenbau gemerkt, das wird zu viel, das wird zu lang, selbst wenn man es im Zeitraffer mit 10 oder 15-facher Geschwindigkeit, sofern man dann überhaupt noch was sehen würde vernünftig, dann nicht funktionieren. Ja, deswegen separiere ich das Ganze und mache es halt so. Ja, hier nochmal kurz ein Bild von allen 6 Figuren zusammen. So, und dann wollen wir uns die Figuren nochmal im Einzelnen angucken. Hier haben wir die Sorceress, das erste Mal mit dabei. Sie gab es ja bisher einzeln noch nicht zu kaufen, was natürlich sehr schade ist. Aber ein Grund mehr, sich Castle Grayskull zu holen. Es lohnt sich generell. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wie ihr seht, auch sämtliche Gelenkpunkte, die die normalen Figuren haben. Der Stab besteht aus 2 Teile, wird da zusammengesteckt, wie ihr auch schon gesehen habt. Das Federkleid ist hier aus Gummi. Und wird dann unter anderem hier hinten ein bisschen, ja, uninspiriert von dieser Hose hier festgehalten. Von der Spitze der Hose, dafür ist extra so ein Loch da vorgesehen. Das heißt also, man kann sie wirklich auch cool positionieren. Positionieren, ja klar. Positionieren. Obwohl ich sagen muss, wenn man die Arme nach vorne machen würde, würde man natürlich das Gummi entsprechend dehnen. Aber das macht es mit. Und das ist schon wirklich cool. So, das ist also die Sorceress. So, kommen wir zum Red Beastman. Jetzt kam dieser natürlich schon auf regulärer Karte raus als Einzelfigur. Ja, den sieht man wirklich nicht sonderlich gut hier. Aber ich versuche es trotzdem mal. Und hier hat Mattel die Gunst der Stunde genutzt und diesen Repaint hier rausgehauen.
Und das ist ja eigentlich auch ganz okay, denn der Red Beastman ist ja auch eine sehr beliebte Figur. Gab es ja auch bei den Classics als SDCC Exclusive, ich glaube aus dem Jahr 2017 oder war es 16, könnt ihr ja gerne kurz in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist der ziemlich cool gemacht. Alle von diesen kleinen Figürchen haben natürlich diese Bases mit dabei. Es sind leider nicht die schwarzen Bases, die die normalen Figuren haben, sondern diese hier, die so ein bisschen aussehen wie ganz normale Klemmbausteine. Und beim Zusammenbau müsst ihr da echt vorsichtig sein, denn hier haben wir zum Beispiel die Armreifen. Da hatte ich tatsächlich einen in der Tüte vergessen und die einfach weggeschmissen. Zum Glück landete das Ding noch nicht in der Mülltonne, sondern nur im gelben Sack. Ja. Wie ihr auch gesehen habt, liegen die Sachen alle separat. Das heißt, man muss sie sich wirklich zusammensuchen. Hier haben wir den He-Man. Ich fasse ihn jetzt erstmal hier am Kopf an. Mit der Axt und dem Schild. Auch natürlich mit grüner Base. Und der Unterschied zum normalen He-Man, würde ich sagen, ist, dass hier Armreifen und so weiter in Gold sind. Das werde ich allerdings nochmal separat in einem Fazit dann prüfen. Dazu werden wir dann auch noch ein Video machen. Das ist also der He-Man. Natürlich so nichts Neues. Neu dagegen, zumindest repaint-technisch, ist der Man-at-Arms. So, damit ihr es auch vernünftig seht. Er hat hier, ich würde sagen, Mini-Comic-Farben, wenn ich mich nicht täusche. Und er kommt ohne Schnurrbart daher. Hat einen silbernen Gürtel. Und das Besondere natürlich ist, dass der Arm hier links in Gelb ist. Ja, und ansonsten unterscheidet er sich nicht wirklich großartig von dem regulären. So, dann kommen wir zum Herrn des Bösen, Skeletor. Ja, wo großartig bei ihm der Unterschied jetzt hier besteht, weiß ich nicht. Weder im Zubehör noch in der Kleidung scheint er großartig anders zu sein. Was auf jeden Fall ist, ist, dass sein Gesicht nicht grün bemalt ist, sondern schlicht und ergreifend, ich gucke selber nochmal, nee, es ist schlicht in Gelb bemalt, obwohl die Zähne leicht akzentuiert sind. Das ist natürlich ziemlich cool, vor allen Dingen für so eine kleine Figur. Ja, ansonsten, es ist halt eben ein Repaint. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dürfte diese Figur hier bringen, nämlich die Green Goddess. Natürlich auch ein Repaint von der Teela, aber sie gilt ja mittlerweile als eigenständiger Charakter. Und deswegen ist sie natürlich dadurch als eigenständiger Charakter auch legitimiert. Aber wie ihr seht, ist wirklich nichts Neues dabei, außer der Stab bzw. Speer. Und sie sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, das sind erst einmal die sechs Figuren und wie ihr vorhin schon gesehen habt, das alleine hat schon ungefähr 40 Minuten gedauert, bis ich das alles zusammengebaut hatte. Entschuldigt auch bitte, dass das Ganze hier so provisorisch ist, schlecht ausgeleuchtet, Mikro in der Hand, wie auch immer, obwohl das, glaube ich, keinen großartig stört. In den nächsten Tagen folgt dann das nächste Video. Da wahrscheinlich mit dem kompletten Zusammenbau von der Grayskull selbst. Und ja, ich muss mal schauen, wie lange ich dafür noch brauchen werde. Naja, genau genommen habe ich noch nicht mal richtig angefangen. Aber ihr habt ja schon im Unboxing-Video gesehen, dass das eine ganze Menge ist. Wie gesagt, vorsichtig mit den kleinen Teilen, die gehen schnell verloren. Schaut in jedes kleine Tütchen rein. So wie ich auch schon mitbekommen habe von anderen, die die Mega Constructs Grayskull haben, sind zum Beispiel hier die einzelnen Teile, nur allein vom Widderstab, auf teilweise verschiedene
kleine Tütchen aufgespalten und liegen einfach wild durcheinander da drin. Aber wenigstens sind sie dort, wo sie sein sollen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Beim Zusammenbau gebe ich euch den Tipp, wie ihr es ja gerade auch bei mir gesehen habt. Holt euch irgendwelche Schüsseln oder sowas und tut die kleinen Teile da rein. Ihr tut euch damit selbst einen Gefallen, sonst kommt ihr wirklich durcheinander. Ja, bisher kann ich nur sagen, bin ich wirklich sehr zufrieden. Wenn auch gleich natürlich man hier nur zwei neue Figuren hat, wovon eine natürlich ein Repaint ist, mehr oder weniger. Aber trotzdem ist in Ordnung, finde ich ganz gut. Und sie sind ja auch nur als Dreingabe, damit man dann auch vernünftig da am Anfang mitspielen kann, wenn man damit spielen möchte. Naja, und man hat es natürlich auch logisch gemacht. Das heißt also nur alleine zum Beispiel der Red Beastman. Das ist natürlich etwas, was Sinn macht. Also von daher ist das schon in Ordnung und legitimiert. In diesem Fall, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, wenn ich die Castle Grayskull komplett zusammenbaue. Und bis dahin sage ich mal, tschüss, bis dann, bis zum nächsten Mal.